Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin befinden sich viele wertvolle Funde. Ein Schatz aus der Vorgeschichte sticht jedoch ganz besonders hervor. Es ist der sehr gut erhaltene Schädel eines jungen, etwa 11 Jahre alten Neandertalers. Der Schädel ist ein sensationeller Fund, der in dieser Form bis heute einzigartig ist. Am 7. März 1908 entdeckte der Schweizer Archäologe Otto Hauser die Überreste des jungen Neandertalers in der Gemeinde des französischen Dorfs Le Moustier. Zusammen mit einem weiteren Fund, dem Skelett des Homo sapiens Combe Capelle, verkaufte er beide an das Museum für Völkerkunde in Berlin. Heute steht der Originalschädel ausgestellt im neuen Museum neben seiner Büste. Doch wie bekam Le Moustier sein Gesicht zurück? 1998 setzten die beiden Wissenschaftler Christoph Zollikofer und Martia Ponce de Leon von der Universität Zürich-Irchel mithilfe von Röntgenaufnahmen, Computergrafiken und stereomikroskopischen Bildern die einzelnen Fragmente des Schädels zusammen. Fehlende Teile wurden durch Spiegelungen ergänzt, sodass am Ende eine komplette virtuelle Rekonstruktion des Schädels entstand. Basierend auf diesen CT-Daten wurde eine Nachbildung des Schädels erstellt und mit künstlichen Muskel- und Gewebeschichten das Gesicht des Neandertalers nachempfunden. Es entstand eine moderne Gesichtsrekonstruktion, die nach Tausenden von Jahren wieder eine Begegnung mit dem jungen Neandertaler möglich macht. Und so verbringt der Urzeitjäger seine Tage nun im Museum für Vor- und Frühgeschichte und weiß den heutigen Besuchern sicher, die eine oder andere Geschichte aus vergangenen Jahrhunderten zu erzählen.